Für mich ist der die Action das Spaßige, nicht die Taktik. Lol, jetzt schon Level up. Cool. Hat viel eingebracht. Gebracht von den Erfahrungen. Nice. Pferdchen am Hügel. Pferdchen am Hügel. Schon wieder Manit. Oh je. Befördert werden und wir können aufsteigen. Mal überlegen, Konstrukteur ist Intelligenz. Was heißt das jetzt hier, Konstrukteur? Okay. So, wir machen natürlich auf, ja, Stangenwaffen. Natürlich. Ja nicht. Und gehen nach Jalen. Wir brauchten eigentlich noch ein bisschen Geld für den Bau von Sachen in unserem Dorf. Und Kanath Kerr macht endlich mal Frieden. Ihr seid gerade am Absacken. Pferd bewerfen. Und mich auch nicht bewerfen. Sonst gibt es Hackfressen. Ich glaube, wir sind in einem Action-Rollenspiel. Also dann gehen wir nach Jalen und plündern mal unser, verkaufen mal unser Inventar. Das wollen wir nicht brauchen. Was ist denn das, ein Troubadour? Nein, keine Gedichte. Uns in die Fresse hauen. Marktplatz, Waffen. Kergischer Bogen, dick. So, Delle, haben wir die 1000 Dinar verdient. Und jetzt schauen wir mal, was hier so los ist. Ja, zwei Frauen. Nichts los. Jo. Wir müssen nun zurück in unser Dorf. Genau, greift ihn mal an. Komme dir zur Hilfe. Tachias. Okay, man sieht es am Schild vom Wegritter, dass er nahe dem Gegner ist. Da
abgestiegen, damit wir die besser kämpfen können. Luna! Nein, momentan nicht. Abhauen. Autsch! Zum Jenny. Also, danke für eure Hilfe, Fremder. Wir wurden einander noch nicht angemessen vorgestellt, oder wie lautet euer Name? Mein Name lautet Drago Basler. Schön, euch zu sehen, Drago Basler. Ich bin Graf Tachias. Danke für eure Hilfe und ich hoffe, dass sie unsere Wege wieder kreuzen werden. Zugriff auf herumliegende Gegenstände. Okay. Ein paar Sachen können wir schon nehmen. So. Jetzt befördern. Reden wir mal mit dem Tachias. Aufgaben. Nein. Nicht Krieg mit dem Weg hier machen. Diese Quest ist meistens nicht sehr positiv gesinnt. Da kann man schnell Stress bekommen. Kriegserklärung. Nordkönigreich erklärte Königreich Swadien den Krieg. Waffenstillstand beendet. Okay. So, ich bin kurz weg und dann komme ich gleich. So, es geht schon wieder weiter. Ja, nein, die Katze braucht nur irgendwie, weiß nicht, Trockenfutter und meine Schwester ist gegangen und hat wie ein Esel Lärm gemacht. So, die Rixene, verwalte dieses Dorf. Herrenhaus, Mühle, Mühle. Das ist jetzt aber nicht gerade. Nicht gerade viel besser als am Anfang. Herrenhaus. Noch mehr. Wachturm. Das wäre am praktischsten. Wird das gebaut und sprecht mit dem Dorfältesten. Wie kann man jetzt eigentlich so einen Helfer bekommen? Optionen. Ah, hier haben wir noch ein paar Sachen zum Erhöhen. Ja, ich weiß nicht, Schaden an Freunden. Können wir eigentlich
auf einfachste machen. Spielerschaden. Ich weiß nicht. Ja, der Schwierigkeitsgrad erhöht sich halt schon stark. Wir machen auf normal. Ab das lassen wir auf niedrig. Und die AI könnten wir eigentlich mal, also die Kampf-AI nicht, aber die Kampagne-AI machen wir mal auf gut. Ja, damit es uns ein bisschen mehr Spaß macht, mehr Herausforderung haben. Anzahl der Leichen. Vielleicht kommt es zufällig dann halt so ein Diener. Verwaltet dieses Dorf. Kauft Vorräte. Wir haben genug Geld, also können wir die Trappen mal kaufen. Dann haben die auch mal ein bisschen Geld. Und diese Banditen sind jetzt Geschichte. Ah ja, zum Marschall sollten wir noch gehen. Ich will einfach mal Krieg machen, damit er uns kennt und so. Sind sie ja schon. Aua. Ich merke jetzt keinen Unterschied zum Spielerschaden. Was ist das, das Schaden an uns? Könnte auch sein. Ich weiß jetzt nicht, wie man das macht. Ihr habt ja gesehen, dass ich aus Versehen das Ding, das automatische Verteilen-Ding, ob die Leute mit Menschen bekommen und das Schlechteste und irgendwas. Und manche Ritter haben dann plötzlich Lederrüstung an, also das geht irgendwie nicht richtig. Aber wenn jemand weiß, wie man es richtig machen kann.